teilen. Haben noch zwei Punkte. In welche Richtung gehen wir jetzt? Gelb oder rot? Mal schauen, was hier ist. Gibt es Bären? Das heißt mit Bären schleichen, Schleichangriff, okay. Komm, gehen wir mal hier reinkommen. Gesundheit, immer gut. Und da ist Nahkampf. Gut. Nahkampf scheint immer schön. So, erstmal hier gucken. Zwei Dinger fehlen uns. Dann haben wir hier Granderbrück komplett geplündert. Zählen da die goldenen Punkte alle dazu, oder? Ja, da kommen wir irgendwann auch noch mal hinweisen. Ich glaube, das war der, der getrödet hat vorhin. Wo ist denn dieser Ding? Hier. Oh, C4. Was ist das hier alles? Julfest. Wie gibt es zum Julfest? Haben sie jetzt geschafft? Echt? Das wäre ja geil. Wenn man das Julfest anfängt. Wenn du die Verteidigung eines Gegners vollständig aufgebraucht Todesstoß, massiven Schaden zufügen. Okay, ja. Da, der Pfeil steckt da immer noch in der Luft. So ganz bugfrei ist das Spiel nicht. Da meinst du und so nicht, weil, wie gesagt, läuft hier irgendwie alle ein bisschen kreuzig. Da, das Julfest. Norbert, die Siedlung sieht recht festlich aus. Das Julfest hat begonnen. Es ist Mittwinter, Eivor. Zeit zu trinken, zu kämpfen und sich in der Hoffnung auf reiche Ernte zu messen. Jolnir, der Julgott, lächelt uns zu. Die Tage werden bald wieder länger, Drengar. Bald bricht die wundersame Zeit der Wiedergeburt an. Oh, das warst alles du? Mitnichten. Bei einem Erkundungsauftrag trafen Sunifa und ich auf eine Gruppe. Nun, wir nennen sie Zecher. Sie haben das meiste gemacht. Sunifa besetzt den Faustkampfwettbewerb. Alles nur zum Spaß, natürlich. Derweil habe ich meinen eigenen Laden aufgemacht. Statt Silber benutzen wir etwas, das wir Julmarken nennen. Die habe ich selbst gemacht. Sie wirken durchaus selbst gemacht. Danke, ja. Also bevor wir unsere Feierlichkeiten beginnen, müssen die Brauerei und der Viehhof für das Julfest vorbereitet werden. Und das soll ich machen, nehme ich an. Ganz genau. Und weil ich dich so gern habe, nimm ein paar Julmarken. Ich erwarte dich dann später auf dem Fest. Brauerei hatten wir schon gebaut. Wurde von einem Spieler angeheuert. Okay, unser wurde auch schon wieder angeheuert. Unser Jules-Wikinger Julmarken fortstück. Die hatten wir schon mal gekriegt, die Julmarken. Dürfte im Inventar jetzt 15 bleiben. Genau, die hatten wir vorher schon. Okay. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, mit dem Julfest mal umschauen. Um das Gehöft für das Fest vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. Neue Quests anzeigen. Sprich mit Sunifa. Nein, machen wir später. Tanz war schön. Wir müssen leider erstmal mit Randvi reden. Ja, ich weiß nicht, warum das jetzt bei mir jetzt erst losgeht. Bei anderen habe ich schon gesehen. Sprich, ich sag mal, ne? Beim Freund hier auf YouTube. Bei Let's Play. Maus, geht es dir gut, mein Kleiner? Ich komme jetzt nicht drauf. Tut mir leid, Rob. Aber der, bei ihm war das auch schon gewesen, das Julfest. Grüße, Eivor. Grüße dich. Die Dänen von Granderbrückschir sind unsere Verbündeten. Ihre Jarlskona Soma hat ein Eid geleistet. Gut gemacht, Eivor. Diese frühen Siege werden sich bezahlt machen. Das werden sie. Auf viele Weisen. Eine der fähigsten Kämpferinnen Somas, Birna, hat uns ihre Klinge angelobt. Sie ist eine mächtige Kriegerin und hat ein freundliches Wesen. Sie wird sich gut einfügen. Schön, dass sie dabei ist. Gute Arbeit. Gut. Eivor, ein Hinweis. Jemand hat sich draußen niedergelassen. Ein Händler, glaube ich. Frag ihn bei Gelegenheit, was ihn herführt. Er scheint eine größere Gilde zu vertreten. Die Kindesaugen oder die augenlosen Kinder? Augenlose Kinder? Nein, das kann nicht stimmen. Frag ihn besser selbst.
So, sorry, wurde gerade unterbrochen vom Telefonat. Deswegen habe ich ja gar nicht mitgekriegt, was sie so gelabert hat. Was ist das hier? Das heißt Jurfest, ne? Weil da oben aufleuchtet, 97 Meter, ja. Ja, Quest anzeigen. Zeig mal. Ach, hier. Die 1000 Augen. Das ist ein Besuch ist. Aha. 8000. Ja, irgendwas mit Händler, ne? Hat sie, glaube ich, erzählt, den wir besuchen sollen. Dann machen wir das nochmal schnell. Fix. Wo ist er? In der Richtung. Ich wollte eigentlich Pause machen, weil das Headset leer ist, muss ich mal wieder aufladen. Hey, Eivor! Hä? Wo? Wo? Hey, Eivor, bist du das? Hast du gerade mit uns geredet? Der Fischjunge? Nee, der muss doch hier irgendwo sein, oder? Da steht einer, okay. Guten Tag. Oh. Neue Kundschaft. Ja. Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Mit mir werdet ihr sprechen. Randvi sagte mir, ihr seid Händler. Hallo. Bist du die Anführerin dieses geschäftigen Lagers? Anführer, nein. Wir kommen im Namen der 1000 Augen. Händler ungewöhnlicher Waren und faszinierender Schätze aus allen Ecken der Welt. Wir sagen immer, wir haben, was du brauchst. Haben wir es nicht, brauchst du es auch nicht. Verstehe. So ist richtig. Und gehört dieses Kind zu dir? Kind? Vor dir siehst du den Meister der 1000 Augen. Aha. Das Oberhaupt unserer Gilde. Eine Legende. Ein Held des Volkes. Und der reichste Händler westlich des Indus. Vor dir steht Reda. Reda. Dich? So ist es, Eivor Wolfsmal. Es ist eine Ehre, dich endlich zu treffen. Den hatten wir doch auch bei AC Odyssey, ne? Und woher kennst du mich? Die 1000 Augen haben auch 1000 Ohren. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und was genau kann ich für dich tun? Oder du für mich? Es ist ganz einfach. Gegen eine Gebühr kann ich euch Zugang zu einem Schattenmarkt verschaffen, der sich von den Dünen am Nil bis in die Moore Englerlands erstreckt. Was für eine Gebühr? Sie schwankt je nach Gegenstand. Aber es gibt einen Hafen. Ich wusste, auf diesem Markt wird alles in Opal bezahlt. Interessant. Was für eine seltsame Farbe. Darf ich? Natürlich, du darfst ihn sogar behalten, Eivor. Ein Geschenk von Reda für deine unbezahlbare Gastfreundschaft. Schön. Nun sieh her, das sind die Waren, die ich anbiete. Siehst du, jetzt wissen wir auch, warum wir über Opal finden. 50, was? Für ein Schiff oder was? Ach, die Arab überlebt, indem er Überreste von einer Krieger fraß. Ja, die Rüstung war was Feines. 120, Alter, wir haben 74 nur. Ich schmeiß mich weg. So, Einhorn, Stevenkopf, 75. Na, das auf welcher Zelle will ich nicht kaufen. Nee. Eine Rüstung wäre vielleicht interessant. Mythischer Torso. Tempo wird nach einem Stoßstoß von Vulkyre erhöht. Zusätzlich Verlösung für Rüstung und Angriff. Naja, hat auch schon zwei Ruhenplätze, ne? Oder drei Ruhmplätze kannst du anlegen. Alter, ist ja mal geil. Geht noch 3 Tage, 5 Stunden, 1 Minute. Ich kann es nicht kaufen, tut mir leid. Nichts gefunden? Kein Problem. Meine Auswahl ändert sich täglich. Du findest sicher bald etwas, das dir gefällt. Nun, da wir befreundet sind, bist du auch eine Freundin der 1000 Augen. Und was bedeutet das genau? Kann man anschreiben lassen? Sieh dir meine Kleidung, meinen Schal an. Auf deinen Reisen wirst du meine Mitstreiter treffen. Du erkennst sie an eben dieser Kleidung. Sie sind meine Augen. Bei ihnen kannst du handeln und Aufträge annehmen. Hilf ihnen und verdiene eine hübsche Summe. Vielleicht werde ich dich dann auch einmal belohnen. Ein interessantes Angebot. Aha. Schön zu hören. Entschuldige uns jetzt bitte. Mein Gehilfe muss ein Zelt aufbauen.
Dann bleibt ihr wohl eine Weile hier. Oh ja, und du musst mir nicht danken. Es ist uns eine Ehre, dies unser Zuhause zu nennen. Guten Tag. Guten Tag. Schön, schön. Komische Stimme hat er ja, ne? Ich meine, als wenn er immer Helium geschnirrt hat oder was. Wir gehen ja so Quests verfolgen. Nee, erstmal noch nicht. Ich will erstmal zum Schmied laufen. Dann mache ich erstmal eine Pause. Da muss ich mal das Headset aufladen. Ja, man vergisst. Grad was jetzt, kann ich für dich an diesem Herrn? Gerade jetzt, wo es hier so in der Story weitergeht und vorwärts geht, gerade mit dem Julfest, muss ich eine Pause machen. Was kannst du mir heute anbieten? Oh, egal. Verbessern. Geht nur die Arme. Ist es das, was du suchst? Können wir aufrüsten, so. Ne? Was haben wir noch? Die Bogen. Keine Axt. Was braucht der denn? Guck mal, da fehlt ein Ding zwischen. Kosten 3 und wir haben nur einmal. Nickel oder was war das, ne? Den Bogen könnten wir nochmal. Neuer Ruhmplatz. Das kann ich dir besorgen, klar. Der hätte Feuerschalenwiderstand. Aha, neuer Ruhmplatz und neues Aussehen. Was würde ich gerne nehmen? Fein, das sieht dann so aus. Hat dann Ruhmplatz und neues Aussehen. Ja, komm. Danke, dass du dies deine Ausrüstung anvertraut hast. Bumm. Ja. Gut. Das ist ziemlich gut. Nee, das war's eigentlich, ne? Außer Schilder, aber Schilde spielen wir ja kaum. Hier. Kriegt ihr auch einen Ruhmplatz, können wir auch noch geben. Was kostet der? 3. Wir haben nur noch einen. Er sagt aber Qualität verbessern. Könnte ich hier? Komisch. Geht das echt? Es wird dir gut dienen. Ja, ich hoffe, das war. Da stehen wir noch eins. Das gefällt dir wohl ganz gut. Na gut, den auch noch. Ja. Hat jetzt auch den Ruhmplatz, die Jägerarmschienen, das war's dann, ne? Jetzt siehst du noch mächtiger aus. Ja, zeig mal, ich will losgehen, ich will weg hier. Lass mich raus, Geschäft. Bis bald. Genau. Pass auf dich auf. Machen wir, wenn wir...